Hallo, mein Name ist Sascha Kalupke. Ich lebe seit über 20 Jahren in Köln. Alaaf. Ich liebe und lebe meinen Beruf. Und als ich meine erste eigene Fernsehshow bekam, da wusste ich sofort, der Zirkus gefällt mir. Wir hatten uns verabredet. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in der Spielarena, dem schnellsten Quiz im deutschen Fernsehen, hier bei Kabel 1. Was meinst du? Besser mit oder ohne Bart? Was ich mitbringe? Selbstbewusstsein, Schlagfertigkeit, Stressresistenz, Teamfähigkeit. Ich präsentiere das, was ich mache, mit Leidenschaft. Glaubwürdig und authentisch. Welche drei Dinge ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde? Ein Feuerstein? Eine Axt und eine Angel. Woher ich das weiß? Heute beginnt für 18 Deutsche ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird. Die Kandidaten haben zwei Minuten Zeit, alles von Bord mitzunehmen, was sie transportieren können. Überwinde, überliste, überlebe. 50 Tage, 18 Kandidaten und nur ein Survivor. Und dann kam der Münchner Himmel. SSN HD. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Sky Sport News HD. Life is life. Was raus war, war raus. Ist eigentlich so, wenn du morgens in die Redaktion kommst, ne? Sascha Kalupke. Ich habe schon geguckt, dass uns nicht langweilig wurde. Gute Putterin bist du. Ich muss, wie gesagt, ich kann doch noch was lernen von dir. Daneben. Die nutzen die Sonne oder gehen ein bisschen schlafen. Genau. Jeder für sich. Eine der wichtigsten Personalfragen im Vorfeld der Partie ist die. 5 Stunden, live on air. Da musste man die Partnerin schon mal bei Laune halten. Julia, wünscht dir was? Halt, sag nichts. Ja, ich soll mir was wünschen und dann darf ich nichts sagen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Küss ich nach rechts oder küss ich nach links? Hier ist das Ding. Tja, und wer möchte nicht hoch hinaus? Es muss nicht die große Samstagabendsendung sein, aber Show und Entertainment, das ist genau mein Ding. Mein Name ist Sascha Kalupke und ich habe heute einiges mit Ihnen vor. Unsere 4 Single-Frauen, die haben auch noch etwas aufgehoben, nämlich ihren allerletzten Bützjebong. Und den hoffen Sie natürlich gleich einzulösen. Was muss dein Prinz denn gleich mitbringen? Muss er auf einem Pferd hier reingeritten kommen? Seid ihr bereit für euren Traummann? Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn rein. Hier ist er für euch. Bitteschön. Du hast irgendwann mal gesagt, ein Tag ohne Kuss ist ein vergeudeter Tag. Das hat er heute gesagt. Ich habe meine Ohren überall. Ja, Mann, in diesem Sinne, auch für euch natürlich, das ist mein letzter Bützjebong. Ihr seid doch noch so frisch verliebt. Ab hinter die Bühne und ein bisschen zusammenknutschen. Dankeschön, dass ihr heute unsere Gäste gewesen seid. Wir haben ein Date. Nächste Woche Samstag, 20.15 Uhr live hier bei RTL. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Auf ein Wiedersehen. Das, was ich an meinem Beruf liebe, ist die Abwechslung und die Vielfalt. Klein, pelzig und riecht ein bisschen komisch? Nein, ich spreche nicht von einem ungezogenen Stubentiger, sondern von Schimmel. Unser Wasser kommt aus dem Rhein. Ja, wirklich. Aber natürlich passiert da noch einiges. Hier direkt am Ufer würde ich es auch nicht trinken. Und das Wasser wird zum Beispiel hier im Wasserwerk am Staat, einem von 3 Wasserwerken in Düsseldorf und Umgebung, aufbereitet. Ohne Internet geht fast nichts mehr heutzutage. Man hat immer alle Geschäftsdaten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Doch unsere Lieblingssendungen und TV-Formate bleiben dabei auf der Strecke und schaffen nicht den Sprung auf unsere Geräte. Und genau das ist das Thema von Herrn Professor Dr. Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft, den ich jetzt begrüße. Herzlich willkommen. Egal ob on screen oder on stage. Im Auto hat der Airbag geöffnet, also bis er wirklich komplett sich entfaltet hat. Ich verrate euch natürlich sehr gerne, was es zu gewinnen gibt. Die Begegnung mit interessanten Menschen. Also sexuell Gottschalk? What about English? Of course. Hi, today I'm going to show you NetPerform. It makes network performance transparent and it allows us to enhance our network quality. Let's take a look inside. Sometimes even with a different voice. Just kidding. Hi. In the future, everything will be connected. It's never been easier for consumers to get connected and concentrate on their experiences. You do not have to think about security in your mobile life. If you are visible, you are attackable.
We are independent and guarantee that we neither use nor sell your data. And that's why they call us the Switzerland of Industrial IoT. Natürlich gibt es noch viel mehr zu erzählen. Gerne in einem persönlichen Gespräch. Möge die Macht mit euch sein. Psst.